und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Streets of Rage mit Diddle und TKB. Ach, schön, dass du es unten lang gezogen hast. So. Ist doch schön. Ja, was habe ich gesagt? Wer den Startbildschirm beendet? Na gut. Player 1 tut das und das bin ich. So, jetzt geht's los. Nächstes Mal muss ich Player 1 sein. Nö. Na, Tische. Du hast mir gesagt, du warst immer Player 2 bei dir und deiner Schwester. Das will ich ja, beibehalten. Ja, das wollte ich eigentlich für Mario-Spiele beibehalten, damit ich Luigi sein kann. Dann gewöhne ich generell dran. Das geht doch gar nicht, wenn du plötzlich auf einmal anfängst, Player 1 zu sein. Ich war ein Song-Player 1. Stimmt, aber nur, weil das deine Idee war, das Song zu machen. Das ist auf jeden Fall meine Idee. Okay, die Beaten-Ups waren wirklich deine Idee. Da darfst du ja auch Player 1 sein. Na gut. Also. Wäre noch schöner hier. Jetzt habe ich aber Lust auf ein Mario-Spiel. Wir können es für Mario Bros. 3 machen. Toll, dann müssen wir uns eh mal abwechseln, oder? Nein, ja, müssen wir, aber trotzdem, da tut der eine halt kommentieren, wenn der andere spielt. Das ist doch auch schön. Gut, dann war ich die ganze Zeit Loser, Loser, Loser. Das erinnert mich jetzt an SpongeBob. Ja, genau. Das ist Loser. Den Gegner habe ich gerade besiegt, und damit er mich geschlagen hat. Da kommst du und schlägst mich einfach mal. Bitch Slap oder was? So. Ja, ich hatte doch einen Grund. Und dann ist wieder ein Tisch. Die kannst du kaputt machen diesmal. Oh, die fliegen diesmal nicht. Nein. Jetzt fliegen sie und wie sie. Ha, und die kann man auch generell besiegen. Interessant. Man kann Tische besiegen? Ja. Nimm dir einen Apfel. Moment, erstmal mache ich den Gegner da. So. Jetzt nehme ich mir vielleicht sogar zwei Äpfel. Ja, nimm dir den zweiten Apfel auch noch. Ja, jetzt mache ich diesen rothaarigen Typen da kaputt. Das sind die alle rothaarig. Ich stamm alle von Hexen ab oder was? Ich mach den Gegner da. Du kommst hin und machst einfach mal einen Backbreaker mit mir. Ja, ja, doch cool. Ja. Wenigstens haben die Leute sowas zu lachen. Da stelle ich mir gerade mal witzig vor, so, auch jetzt wieder diese Stelle. Wenn das jetzt ein realer Film wäre oder so, so, oh, das ist ein Gegner, ich renne mal hin. Och, ich habe ja keinen zum Schlagen, da schlage ich mal meinen Freund. Streets of Rage, der Film, das ist doch die Idee. Ja. Macht uns jemand einen Trailer? Da gibt's auch einen Film, der zumindest ähnlich, auf die ähnliche Schiene fährt, dieses. Ah, verdammt, dieser total übertriebene Trailer, wenn ich erinnere, mit Nazis in der Zug, in der Vergangenheit. Ja, ich erinnere mich. Jetzt kommen wieder die Bosse als Gegner. Verdammt, wir haben keine Spezial. Woran ich gerade denken musste, war The Sims, The Movie. Da hat jemand einen Trailer gemacht, als wenn die Sims ein Film gewesen wären. Das war dann so eine Art Horrorfilm, sozusagen. Ja. Weil niemand wusste, was passiert. Was zum... Aber wir können keine Spezial einsetzen hier. Oh, weil wir in einem Gebäude sind. Wir haben auch gar keine Spezialattacken gerade. Richtig, bin ich gerade gestorben. Jetzt bin ich auch tot. Ja, hier habe ich noch ein Continue, hoffentlich. Weil mit zwei Leben bin ich auch erledigt. So, na denn. Oh, 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 oh. Achso, was passiert mit dem Teppich? Er hat einen schönen Grafikfehler gehabt. Ja. Ja, er hat doch wieder einen Airbender. Mann. Ach, all diese Glitches. Gut, den setze ich ein. Ich brauche mein Essen. Ja, tu so viel Äpfel und Hühnchen essen, wie du willst. Solange ich mir dafür prügeln kann, ist mir das recht. Ja. Jetzt kommen da immer die Tische angeflogen. Willst du nicht die Stange nehmen? Doch. Außerdem, ich habe eine Stange. Was für eine? Ja, ich sehe es. Du hältst sie gerade. Richtig. Wer was anderes gedacht hat, soll ich das Otto-Gedicht mal vortragen? Mach doch. Weil es gibt eins meiner Lieblingsgedichte von Otto, beziehungsweise das war sein früheres Showprogramm. Ich versuch's mal hinzukriegen. Wenn ich es falsch mache und einer es kennt, dann bitte korrigieren in den Kommentaren. Mein Liebchen hat so etwas, das ist so klein, so süß. Und dieses kleine Etwas, das ist für mich wie ein Paradies. Die eine hat's für viele, die andere nur für sich. Da lobe ich mir mein Liebchen, die hat es nur für mich. Und dieses kleine Etwas ist meines Liebchens Mund. Und wer was anderes dachte, der ist ein Schweinehund. So. Gut, ich hab noch ein Continue. Ich hab auch noch eins. So, na dann, unsere letzte Chance. Ich wollte das Hühnchen noch nehmen. Aber jetzt kommen halt die ganzen Busse und das ist auch schwer. Mit den Spezialattacken. Ach, die Wohlbubin, sehr nervt. Oh Mann, ey. Ich glaube, wir machen uns jetzt fertig. Mann! Die treffen die ja gar nicht, die treffen nur uns. Ja. So können wir nicht gewinnen. Ich hab mich endlich mal getroffen. Ja, ich hab endlich einmal getroffen. Er hat mich gekillt. Ich hab den gerade im Wickel gehabt und du schlägst mir einfach weg mit deinem Kick. Tut mir leid, nimm dir schnell das Hühnchen. Endlich, einer weg. Ich hol mir das Hühnchen, ich versuch's. So. Ja,
aber das war gerade so gut gewesen. So. Er klebt ja immer noch. Ja, du hörst keinen Schrei. Erst wenn sie schreien, sind sie besiegt. Ja, so wie das da. Da ist er, ich bin Game Over. Ja, und ich glaube nicht, dass ich das alleine schaffe. Also, wir haben es aber ziemlich weit geschafft. Weil ich weiß, dass das das letzte Level. Ja, ist es auch. Ja, ihr seht ja, wie ätzend das hier wird. Hey, kann man aufhören mit dieser scheiß Attacke? Die kann man nicht bekämpfen. Sag mal, was ist denn das eigentlich für ein Schunpo, was der da macht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es auch unfair. Ich glaube, er hat dich auch gleich erledigt. Das letzte Leben, das letzte bisschen. Ja, das war's. Game over. Tja. Ja, dann trotzdem vielen Dank, dass ihr uns bis hierhin begleitet habt. Ja, vielen Dank beim Zusehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Beat'em'up wieder. Entweder nochmal dieses oder wir probieren ein anderes. Wir werden mal schauen. Wir werden mal schauen. Bis zum nächsten Mal. Ihr könnt uns ja in die Kommentare schreiben, ob ihr wollt, dass wir es nochmal probieren. Genau. Also dann. Tschö, tschö. Tschüssi.